Geschafft, Ratchet. Wir haben den Dimensionator gebaut. Ja, das haben wir wohl, was? Hey, so als Team ist es doch nicht so schlecht. Wir haben die Dimension noch nicht gerettet. Aber wir werden. Wir müssen zu Zokis, um uns mit Rivet und Clank zu treffen, wenn sie fertig sind. Oh, wie treffe ich jemanden? Wovon redest du? Du hast mich getroffen und das lief toll. Ich bin vor dir vom Archiv gefallen und hab geschrien. Laut. Stimmt? Keine Ahnung. Sei einfach freundlich und offen. Und denk nicht so viel. Nicht so viel denken. Okay. Rivet und Clank müssen das Phasenquarz reparieren. Ich habe Soldaten unterwegs zur Fabrik gesehen. Was die wohl suchen? Wenigstens wird das hier eine unkomplizierte Mission. Ich kenne ja deine Dimension nicht, aber hier läuft nie irgendwas nach Plan. Improvisieren lernt man hier lieber ganz schnell. Ich besitze auch Improvisationstalent. Tja, kann kaum erwarten, das zu sehen.
Reparieren wir das Phasenquarz. Hoffentlich ist der Flicker so gut, wie die Mords behaupten. Ja, hoffe ich auch. Scheint außer Betrieb zu sein. Bestimmt ein Überfall. Meistens ziehen solche Orte Banditen magisch an. Oder Piraten. Vielleicht war es einer der Volade in der Stadt, wo wir ihn finden. Sie kennen sich hier gut aus. Ich hoffe, sie sind gastfreundlicher als die Volade in meiner Dimension. Eine tolle Ergänzung für unsere Sammler. Verzeihung. Weiß hier jemand, wo wir den Flicker finden? Ich schätze, Sie sind vorsichtig. Hallo, Fremde! Keine Zeit! Und ich vor den nächsten Verfall verbarrikadieren! Wo wäre ich wohl? Wahrscheinlich irgendwas am Flick. Der Flicker auf diesem Planeten? Das ist er definitiv. Toller Typ, der Beste und Single, falls einer von euch interessiert ist. Man sagte uns, er könne Phasenquarz flicken. Phasenquarz, Blasenquarz, jedes Quarz, einfach alles. Aber, wir hatten Ärger mit Piraten und er sollte helfen, weil er, naja, so groß ist. Aber nach ein paar Tagen voller Kämpfe ging er einfach kaputt.
Vielleicht können wir ihn reparieren. Ihr seht aus, als schafft ihr das in einer Molonot-Minute. Aber der Weg zu ihm wurde beim Piratenangriff zerstört, also braucht ihr einen Schleuderschuss. Oh, und ich habe einen in den Schmelzgruben davon gesehen. Glückspilz! Also, wenn das hier vorbei ist, gehen du und Ratchet in die Lombax-Dimension? Möglich ist es, aber Ratchet ist unsicher. Vielleicht hat er Angst, dass... Moment, Angst? Wieso Angst? Es ist kompliziert. Ha, tja, hey, wenn er nicht gehen will, komme ich mit. Kommen wir nicht hin. Ha, jetzt wird improvisiert. Bringt uns über diese Kluft? Die ist riesig! Ja, mir gefällt der Name auch nicht. Aber wir müssen uns eins in den Schmelzgruben suchen. Vorsicht! Wir müssen springen! In einer Schmelzgrube würde ich einen Schleuderschuss nicht erwarten. Ich vermute, das hat etwas mit der jüngsten Rückrufaktion zu tun. Irgendwas wegen gebrochener Rückrate? Oh je. Lässig! Da ist ein Spalt! Weiterhin Goldbolt, sehr beeindruckend. Das war unangenehm. Da kommt ein Sprung! Oh je! Dieses Schienensystem erscheint mir überaus gefährlich. Einfach festhalten! Es führt direkt zu den Schmelzgruben. Ich habe Angst, wir landen in einer Schmelzgrube. Boah, was für ein Geruch! Ahoi, ahoi, joho, joho, die Zeit ist endlich da! Jetzt blenden wir los, die Zerstörung wird groß, denn das Ende des Flickers ist da! Seht her, Matrosen, ein nützliches Ding! Mir schwant, es könnte die Lösung bringen! So hat das Schicksal uns also wieder vereint! Ma petit, Rivet! Das Schicksal liebt es wohl, dir in den Hintern zu treten! Aha! Huhu! Piratenkumpane, Angriff! Oh je, die Piraten plündern Schrott. Sie dürfen den Schleuderschuss nicht bekommen.
Vielleicht sollten wir diese Anhöhe hier nutzen. Gute Idee. Schilde hoch, Matrosen! Schilde? Da müssen wir fliegen. Ich bewundere deinen Kampfstil, Rivet. Aber du hättest den Flicker sehen sollen. Diese Kraft. Doch er zerbrach. Hast du ihn totgequatscht oder was? Das würde ich mir gerne anrechnen. Aber nein. Der Grund für seine Gebrochenheit ist mir ein Rätsel. Doch ich genieße seine Abwesenheit. Das wirst du füßen, Pilz. Das kommt. Das waren alle. Runter mit dem Schleuderschuss. Den Schleuderschuss. Jetzt nur noch die Kluft voller Piraten überwinden und den Flicker finden. Mein Rücken! Stellt euch die plündernden Piraten in den Weg! Wenn Molonot fast nur aus Schrott besteht, was suchen sie dann hier? Ein Schrottplanet ist ideal, um Schätze zu finden. Der Lumbox versenkt unsere Jungs. Haltet sie. Ich hab sie im Fadenkreuz. So hartnäckig, Jutador. Unsere Plünderturm war stinklangweilig, bis du kamst. Also merci für die Abwechslung. Ja, ja, lach du nur, Pierre. Wie viele Piraten hat Pierre? Vielleicht hilft der Flicker, sie zu beseitigen. Ich stampf euch zu drei
Kiel! Versuch's weiter, Kiel! Langweilst du dich, Rivet? Wie wär's mit einem neuen Tanzpartner? Werden wir etwa tanzen? Nein, tun wir nicht. Komm her, Heiköder! Fällt mich nicht auf! Du brauchst hier über keine Platte laufen! Ich werde dein Ende sein! Du wirst dich vor! Rosen! Unser Führungsschiff ist verloren! Zerstört es jetzt! Wir essen die Ausgaben! Bist du sicher? Oui! Ich schlage vor, wir gehen von Bord. Vorschlag angenommen. Ja! Nicht schlecht, Boats. Von Piraten habe ich aber erstmal genug. Wir können den Schleuderschuss jetzt benutzen. Wenn du es bei Miss Turcon kaufst, ist das Qualität. Schilde sind langweilig. Das ist ein... Bis zum nächsten Mal. Dass der Flicker ein Riesenroboter ist, hatte ich nicht erwartet. Wenn er nicht gegen Piraten kämpft, ist er ja vielleicht ein sanfter Riesen. Untypisch für Riesenroboter, aber warten wir es ab. Noch eine Dimensionsfalte. Was meinst du? Könnte Spaß machen. Wenn es denn sein muss. Oh, dieser Geruch ist... Vielleicht Zeit für einen letzten Flitzkäferritt. Sollte ich vielleicht zurück zur Mission. Noch seltsam. Seltsam, aber faszinierend. Okay, auf zum Flicker. Pause, aber okay.
Er sagt, sie hat vor, den Flicker zu flicken. Also, beschert ihr einen raschen Tod. Wir lustigsten, das für unser Schiff versenkt haben, wirst du bezahlen. Mach tief fertig, Matrosen! Lombax kommt dem Flicker gerade einfach zu nah. Benutzt den Spaltstrahl bei den Spalten für einen neuen Angriffswinkel. Dachtest du etwa, du könntest so leicht entkommen? Immer her damit, Pierre. Ich warte darauf, dass du selbst runterkommst und mit mir kämpfst. Ich hätte wissen sollen, dass es nicht leicht würde, euch zu versenken. Aber es ist vergebens, ich fliege, fliege. Hast du etwas gesagt, Pierre? Ich höre gar nicht mit zu. Wie soll ich ohne meine Erzfeinden weitermachen? Gut, dass du dich zum Flicker gelangen. Sonst ist Schluss mit Blender. Wirklich nicht mit dem Versager mit einem Kopf. Ich bin nur das Gesicht der Operation. Das Phasenquarz irreparabel ist? Dann haben wir echt ein Problem. Aber wozu sich schon jetzt darum sorgen? Ich bin frustriert und aufgeregt. Lies die Flaggen und meldet es den anderen. Wir müssen... Thank you.